What's going on, guys? In today's video, I'm only gonna speak German to Diana for 24 hours for the entire day. As you might know, she's slowly learning German at the moment, and I just got out of bed. She's still in the bedroom, and let's just gonna go start the day and switching to German in 3, 2, 1. Let's go. Weißt du, was heute ist? Today is Sunday, Sonntag. Heute wird wieder nur Deutsch geredet. Oh nein, ich brauche Coffee first, jetzt. Okay, ich brauche 2 Spiegeleier, bitte. What's a Spiegeleier? Lass uns in die Küche gehen, Zeit aufzustehen. Oh nein, no, no, ich jetzt brauche Kaffee. Kaffee gibt's in der Küche. Komm. Okay, it looks like I'm only getting my fried eggs. For some coffee. Hier, Kaffee. Danke. Spiegelei für mich. You want me to make you a fried egg? Ja! Ganz genau. Ja, ich verstehe es mehr, aber nein. Trink den Kaffee. Gut. Heute wird ein wundervoller Tag für dich. Wunderbar. Why are you so excited? Weil heute wieder der Tag ist, wo ich dich den ganzen Tag rumkommandiere, um zu schauen, ob du verstehst, was ich sage. God, you're so annoying right now. I want to punch you in the face. Spiegelei! Oh my God, shut up. Good morning, beautiful people. I have to put on my makeup first before we begin the day. Do you want me to put on makeup to you all? Was machst du? I'm putting on my eyebrows. Übertreib's nicht mit dem Make-up. Niemand mag dieses übertriebene Make-up-Zeug. My brain's not functioning. Einen Moment. Kaffee. So, last year when we filmed this video, my German was very, very basic because we speak English. However, I've been learning German, so I'm hoping this video is a mini redemption. I understand a lot more now. I'm working on learning how to like respond in sentences. But you want to know what I've learned? Eine Pickel, zwei Pickel, drei Pickel, so viel pickles. All right, let's see if we have some eggs. I don't really know. He wants fried eggs, I think. Wir haben keine Eier. Haben keine Eier? Why? Why? Yes. Wo ist die Eier? Okay. Das ist natürlich enttäuschend. Wir müssen eh einkaufen fahren. Nein, it's Sunday, Sonntag. Everything is closed. Ah, hast du verstanden. Rewe hat auf bis um 1. Also beeilen. Du musst eine Einkaufsliste schreiben. Oh, a list again? Yeah. Ich sage dir, was wir brauchen und du schreibst es auf. Ja, I don't know. Einkaufsliste. Ja, fast. Ein Wort. Wie wär's, wir machen heute Burritos oder Burrito-Schale, Bowle. Oh mein Gott, ich weiß nicht, was auf Deutsch heißt. Einen nackten Burrito. So you want a burrito or a burrito bowl? Yeah. Okay, also wir brauchen Reis. Reis? Wir brauchen Reis. Wir haben What kind of rice? Eier. Eier. 48 Eier. 48. 48? Ah, ja. Yeah. Was, das ist so viel. Schwarze Bohnen. Schwarze Bohnen? Ja, schwarze Bohnen. Wait, is that a black beans? Ja. Und wenn sie die nicht haben, vielleicht Kidneybohnen. Bohnen. Und? Tomaten. Wasser. Und? Cola. Cola kommt aus deinem Land, deine Kultur. Gewürzgurken. Gewürzgurken? Okay, Lehrercheck. Einkaufsliste. Ein Wort. Reis. Ja. Eier. Eier. Ja. Schwarz, okay. Du verstehst. Bohnen, alles Haar. Gut. 2 Fehler. Kidney, Bohnen, ja, der Haar. Wiederholfehler zählt auch. Tomaten, Wasser, Cola. Psch, Cola. Psch. You're Was? Such a judgmental teacher. Gewürzgurken. Gewürzgurken. You understood what it 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Fehler. D minus. This is why I would never want to be his student. Annoying. You're walking on my cookie. Deutsch. Get off my cookie. Du gehst mir auf dem Keks. Das ist der Sinn des heutigen Videos. Keks. Can we bring the fund?
Pfand? Am besten einen Beutel. Pfand wird zurückgebracht, ihre Lieblingsbeschäftigung. It's my favorite thing to do. Ja. because we get our money back. Was ist mit dem Rest hier? I have a bag, a Tasche. Ich verstehe kein Deutsch. Ich spreche kein Deutsch, mein Deutsch ist nicht gut. Hilf mir! Dosenpfand? Dosenpfand? Flaschenpfand. Oh yeah, should we bring the glass off? Nee, keine Lust. Okay, auf geht's. Oh, nebenbei, was ist 3 plus 4? 7. 7. Und was ist die Quadratwurzel aus 49? The square root? Oh. What did you say? Of 49? What was it? Oh, die Quadratwurzel aus 49. 49? 7. Respekt. Danke. Oder wie wir in Deutsch sagen, Respekt, Brudi. Ey! Los! Schnell! Get off my f***ing cookie. Ah, Pfand in den Kofferraum, bitte. Kühlschrank? Ja, Kofferraum. Sehr gut. Was machst du? Mehr Pfand. We get the more money. I think we have 50 cents. Pfand. Look at it, the money goes up. Deine Lieblingsbeschäftigung in Deutschland? Was? Ja. Yeah. It's so fun, Corona. Fun bun? Yeah. Oops. I didn't even have to push it. 3 Euro und 98 Cent. Yeah. Sehr gut. Ein Döner. Ein Döner. Rice pen tomaten. Italianische. Raps, Bio-Raps. Feta-Käse. Eier bitte Freilandhaltung. Are they Freiland? Oh ja, Freilandhaltung. Das ist gut. Sehr gut. Ah, that's how you spell Gewürzgurken. Kein schwarze Bohnen, aber hier ist Kidneybohnen. Reis. Wasser? Stilles Wasser oder Sprudelwasser? Ich mag stillisch. Du bezahlst, oder? Ja. Yeah. Time to get our deposit thingy back. Die Münze. Die Münze. Dein Lieblings... It's so fun. It's like you're earning money. Give. Yeah. Hier sind deine Eier. Danke. Ich wollte nur mal welche haben. Kühlschrank. We ain't doing this shit. You know how to function. Das ist aber der Sinn. Ich sage dir, was du machst. Du bist meine Sous-Chef und ich tell you what to do. Wir haben außerdem wieder Spatenwurst gekauft. Ich habe ein paar Nachrichten gekriegt, dass Leute das versucht haben. Es ist echt tatsächlich regional unterschiedlich, wie gut es schmeckt. Auch wenn ich zum einen Bauern gehe und das kaufe und dann bei einem anderen Schlachter, dann schmeckt es manchmal nicht so gut. Aber wenn ihr eine gute erwischt, dann da weiß man schon Bescheid. Katzi, ich hätte gerne eine Cola im Glas mit Eiswürfeln, bitte. 5 Euro, bitte. Okay. 5 Euro jetzt. Und 4 mehr später. Mehr habe ich nicht. Alright, jetzt bin ich dran. Und du bist meine Hilfskoch. Schneiden die Paprika. Das gefällt mir so rum gar nicht. Ja. Ich weiß es nicht. Ich sage, was hier abgeht und du schneidest. Nein. Oh, doch. Ja. Doch. Kannst du schon mal das Hühnchenfleisch aus dem Gefrierfach holen? Oh ja, we have frozen Hühnchen. Und hier ist Knoblauch. Wir brauchen mehr. Fast leer. Knoblauch. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das riecht so stark nach Knoblauch. Geil. Lecker. Aber leer. Geil. Hätten wir kaufen müssen. Hast du wieder nicht dran gedacht? Ja, auf die Einkaufsliste das nächste Mal. Dude, stop being an angry German. That's not funny. Das ist normal. Das ist nicht normal. Tut mir leid, Schatz. Tut mir leid, das ist alles nur für Sie. Ich, oh mein Gott, Schatz. Ich bring's direkt in den Müll, Schatz. Bitte sei nicht böse. Schatz, liebe dich. Ew, stop. Don't call me Schatz. Schatzilein. I don't like that. Schatzilein. Stop. Schatz, bitte. Oh mein Gott. Bitte. Sei nicht sauer. Sei I'm nicht so böse. Turned off right now.
Die Avocado? Das Avocado? Was ist es? Die, das? Die Avocado. I, nicht gut. We just got these from Aldi. Good one here. And we machen Guacamole. Ich mach schneiden die Zwiebel nicht. Ja. Ist das richtig oder nein? Ungefähr. Deutsch ist so schwer. Ja. Kannst du schon mal den Wok anmachen auf Hitze Nummer 7 bitte und ein bisschen Kokosnussöl reinmachen? Okay. 7 und Kokosnuss. Was ist Wok? Wok? Ja, Wok. Stop yelling. Du kannst sprechen. Nein. Entschuldigung, Darling. Das hier ist der Wok. Ja, besser. Die tiefe Pfanne. Ja, so viel besser. Oh, das ist nice. Das ist nett. Weitermachen! Oh mein Gott, stop. You mean? Warmes Mädchen. Und? Voila, Toppings. Sehr schön. Fette Käse, Tomaten und Salat. Ich glaube, alles ist fertig. Ja. Kannst du mir meinen Burrito bauen, bitte? Ja. Direkt. Als erstes eine Linie Sriracha-Soße, bitte. Linie Sriracha, Line of Sriracha. Ein wenig Reis, bitte, aber nur dünn. Das reicht. Aber schön verteilen, schön flach machen, bitte. Oh. Nein, nicht so viel. Das war zu viel. Oh. Von dem Gemüsemix, bitte, etwas. Gemüsemix. Ja, das reicht, danke. Ein bisschen besser verteilen, bitte, mit der Kelle. Oh mein Gott. Ja, ja. Mhm. You're so needy. Hier noch ein bisschen. Dude, you're a diva. Verteilen. Jetzt Fleisch, bitte. So eine Linie. Stück an Stück, genau. Ja, Stück an Stück. Oh my God, you're such a diva. Zwei mehr, bitte. Oh, zwei zu viel. Eins zurück. Oh my God. Ja, jetzt ein bisschen Guac, bitte. Bitte daneben, nicht auf das Warme. Oh. Oh. Bisschen Feta, Salat und Tomaten, bitte. Oha. Perfect. Ja, und Rollen bitte. Wie soll ich das denn essen? Ja, yeah, these suck. Dude, these are horrible. Ja, yeah, Bio. Teure Bio. Teuer Bio, that's all that was left. It's horrible. Furchtbar. A bowl. Psch. Bitteschön. Ja, danke schön. Mein Burrito war ganz gut gemacht, ehrlich gesagt. Vielen Dank. Mhm. Dann bitte. Ich muss sagen, es ist lustig, wieder Deutsch zu reden mit ihr. Es hat aber Vor- und Nachteile. Einerseits ist es cool, dass sie jetzt mehr versteht. Ja. Du verstehst mehr. Mehr. Da kann ich besser rumkommandieren. Was? Ja, aber auf der anderen Seite fällt mir auch diese Geheimsprache weg. Wenn ich mit anderen rede, mit meinem Neffen oder so, dann versteht es jetzt auch alles. Also kann man da keine Geheimnisse mehr erzählen. Okay, wir essen jetzt. So lecker. In Deutschland fehlen. Überlecker. 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 Superlecker. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Der Hammer. Ja. Deutschland braucht mehr Burritos. Mehr mexikanisches Essen. Mexikanisches Essen ist der Hammer. Das Dönermonopol lässt den Burrito nicht nach Deutschland. Mhm. Okay, bevor es weitergeht, in English, a quick message from our sponsor, Lingoda. As some of you may know, I've been trying to learn German this year. I've been learning a lot on my own, but I recently started working with the online language learning school, Lingoda. Lingoda is a sponsor of today's video. Dankeschön. Lingoda is a flexible online language learning school where you can learn a language from the comfort of your home and in the comfort of your pajama bottoms. Am I right? Imagine being able to speak fluent German this summer without ever having to leave your home. Mit Lingoda kannst du außerdem auch Englisch lernen. Genau. The cool thing is that Lingoda offers classes 24/7, which is great for night owls like me, so you can squeeze in a class whenever you have time. It's a great way to boost your fluency with native speaking teachers, and they offer classes in English, business English, German, Spanish, or French. It's really great because you have native speaking teachers one-on-one or in small group classes with the average class size of 3 to 4, maximum of 5 students. I was very nervous in my first class, but that quickly went away as my teacher was very attentive and encouraging. The first lesson I took was on family, and there were students from both Europe and North America learning German with me. Und Diana? Meine Mutter und mein Vater sind meine Eltern. Okay, sehr gut, very good. I now know how to say, ich habe eine große Familie, wir haben 11 Kinder und mein Mann heißt Phil.
There are more than 1,000 classes to choose from and structured material you are able to download and look at before your classes. During the class, you are able to get immediate guidance on pronunciation and sentence structure, which is always my biggest struggle. After the course, you are also given additional material to help practice the lesson on your own time. Lingoda is a great way to learn a language and boost your fluency with classes starting at only 9 euro per lesson. By clicking the link in our description, you will get a 7-day free trial that includes 3 classes within the first week for free. When you decide to sign up for your first month of classes, we also have a voucher code that gives you 20% off discount. Just check the link in the description and then use the voucher code DIANA01. Not a bad price, Leistung Verhältnis. Lingoda was honestly perfect for me. I really loved the flexible hours and the structured classes without having to drive somewhere or leave our apartment. But you don't have to take my word for it. There are a lot of student testimonials on Lingoda's Instagram page at Lingoda_official. So thank you, Lingoda, for sponsoring this video. Aber jetzt wird wieder Deutsch geredet. Was zur Hölle? Jana? Die Wäsche legt sich nicht von allein zusammen. Komm mal mit. I understand more German. It doesn't mean you need to demand me to do everything. Folge mir. Warum bist du schon wieder im Bett? Was ist das hier? Yeah, it's the laundry. It's nice. Okay. Mach. Richtig. Komm. Ich mach nicht. Ich hab die Wäsche in den Waschkeller gebracht, gewaschen, Pulver rein, rausgeholt, hochgetragen, die große Treppe hoch. Tu dein Teil. Beide. Zusammen. Guck dir deine Hose an hier. Thank goodness that's sauber. He farts a lot. Ja, das stimmt. Du bist Stinke. Okay, Wäsche, komm. I'm not doing zack, all this. Zack, zack. Das ist Deutsch. Zack, zack. Stop. Nichts hiervon ist für das Video. Ich bin immer so. Ich bin hier absolut der Mann im Haus. Ich hab die Hosen an. You're so stupid. Okay, ich mach die Kamera aus, Baby. Es tut mir leid. Es ist nur fürs Video. Es tut mir leid. Sei nicht sauer. Oh my God, shut up. Wait, what did you say? Was willst du machen heute Abend? Ich weiß es nicht, vielleicht Movie? Film oder australischer Survivor? Oh, Australian Survivor. We've been watching the Australian Survivor. Ja, yeah. Oder Filme, wie wär's mit dem weißen Hai? Oh, Der Weiße Hai, Jaws? Yeah. Der Weiße Hai? No, I don't want to watch that. Ritter der Kokosnuss. Something about the coconut. Yeah, Ritter der Kokosnuss. I forget what that is. The Knights of the Coconut? Yeah, genau der. Oder die Eisprinzen. Blades of Glory. No, I don't want to watch. You have such weird recommendations. Wir haben noch Einer flog übers Kokosnest, was wir seit längerem gucken wollten und noch nie geguckt haben. What do we watch? Ich denke mal, wir gehen nach. Australian Survivor. I want to watch Australian Survivor. Australian Survivor, bitte. Zur Couch. Warum schraubst du das hier nicht zusammen? Es ist keine Wasserflasche. Diana schraubt nichts fest zu. Keine Wasserflasche im Haus ist zugeschraubt. Ich nehme die oft hoch und dann fallen die Deckel runter oder ich spritze alles voll. Dasselbe gerade mit der Kamera. Die Kamera ist nicht. It's so much extra work to just tighten it and I just want to drink my water. Okay. Time for Australian Survivor, mate. We're going down under. Ich glaube, wir haben ziemlich viel geschafft heute. Wenn wir schon auf dem Deutschen sind, soll ich auch auf Deutsch das Video beenden? Ja. Yeah. Lasst uns auf jeden Fall wissen in den Comments, ob Dianas Deutsch besser geworden ist. Ich finde, es ist ein Riesenunterschied zu letztem Jahr, wo wir das Video schon mal gemacht haben. Und vielleicht machen wir alle paar Monate nochmal so ein Update-Video, wie das jetzt lief. Vielen Dank für watching. Don't forget to thumbs up der Video. Daumen hoch und alles. Und wir sehen euch im nächsten. Wir sind im German Channel. Yes. Feels weird to end it in German.